Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, beim letzten Mal haben wir ja Gott sei Dank die Naga gekillt. Ich habe mir schon mal angeguckt, was ich bräuchte für Soundcraft und habe auch schon mal den Soundcraft-Raum vorbereitet. Ein bisschen rumexperimentiert, wie es ganz gut ausschauen würde. Sozusagen, jetzt haben wir hier unseren abgeschlossenen Bereich. Dann habe ich, habt ihr gesehen, ich habe hier sehr viele von diesen kleinen Flaschen bekommen. Da habe ich mal ein paar Regale mit hingestellt. Ich habe jetzt nichts Großartiges gemacht, nur die Räumlichkeiten zugemacht, hier ein bisschen experimentiert, wie es ausschaut. Da kommen wir dann der Soundcraft, der große, die Infusion und so weiter rein. Und hier habe ich dann eine Kiste, die wird dann immer wieder mal größer. Hier kommen dann die Shards hin, die fehlen mir ja auch noch. Genau. Aber um Soundcraft starten zu können, brauchen wir Aluminium. Und da habe ich mir jetzt dann gedacht, werden wir uns jetzt mal ein wenig in die Richtung bewegen. Hier habe ich auch mittlerweile meinen Wassertank abgerissen, beziehungsweise mir einen zweiten gebaut. Der ist oben und hängt jetzt hinten dran. Und ich habe endlich mal hier diesen Bereich angefangen und alles sauber gemacht. Ich habe schon gesagt, der Zitronenbaum hier, der traurige, mit nur zwei Früchten, der wird dann mal irgendwann demnächst verschwinden. Und mein Pflaumenbaum, der hat auch nur drei, der macht dann auch mal einen Abgang. Ja, und der ist mal wieder zu klein. Momentan ist mein Futter da. Man sieht es auch, ne? Ich bin es dabei immer schön brav. Wenn ich schon draußen noch die Dampfmaschinchen habe, auch schön brav den Saft zu machen. Meine Zellen mitnehmen und mich mal schnell hinlegen. Ja, da habe ich jetzt schon einiges drin. Also da ist mein Stahlofen drin, mein Pileigniter, also die werden wir jetzt demnächst auch dann hinten mit reinbauen müssen. Ich habe mir jetzt mittlerweile irgendwas überlegt, wie ich das insgesamt mache. Das Lager, genau, das Lager habe ich ja angefangen, beziehungsweise bin ich ja immer weiter dabei zu erweitern. Momentan zwar nicht, aber ich habe mir ein bisschen was überlegt, wie ich das jetzt insgesamt aufbauen will. Also das da hier verschwindet noch. So. Und zwar, also die Erze bleiben. Die Erze gehen jetzt auch dann bis hier hin. Ja, genau. Renn. Danke. 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 Danke fürs Hüpfen. So, und zwar, die Erze gehen jetzt hier immer weiter. Da kommen jetzt dann die ganzen Quarzsachen noch mit hin. Und hier geht es dann los, dass die Dusts anfangen. Die werden hier noch ein bisschen rüberrucken. Hier weiß ich noch nicht genau, was ich reinmache. Aber ich werde die sortieren, nicht wie da, sondern nach. Wo müssen sie rein? Also, kommen sie in den Ofen, sind sie hier. Vielleicht kommt hier EBF hin. Oder die Hauptsachen wie Stahl, Aluminium, Stainless Steel und so weiter und so fort. Vielleicht kommen auch die dahin. Also da bin ich noch beim Grübeln. Aber wie gesagt, hier kommen jetzt dann die so hin, dass ich sagen kann, okay, alles was in den Furnace, Cut. Ja, Feuercreeper brauchen wir hier nicht. Aber gar nicht. Der hat zu einer Werbeunterbrechung gesagt. Genau, so. Also, ja, ne? Also das heißt hier, alles was Furnace ist, weil das mache ich ja momentan sowieso, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt mit irgendwas fertig bin, gehe ich hier immer hin, mache U. Und schaue dann oben hin. Also, ne, Blast Furnace ist klar.
Aber wenn ich jetzt sehe, okay, kann ich Elektrolysen, werden die dann vielleicht in so einen Part kommen, wo ich sage, okay, entweder oder. Ne? Entweder können sie in den Elektrolyser, kann ich aber auch in den Ofen schmeißen. Ne? Das ist dann so, wie es jetzt dann hier weitergeht. Dann habe ich hier erst einmal mit einer Holzpipe das hier angeschlossen, dass das überhaupt läuft. Ich brauche, glaube ich, noch mehr Eisen. Ja, ist sehr gut. Merke schon, die Kiste hier ist super. Bleibt die ganze Zeit dran hängen. Ich bin nur gerade dabei, das wegzuräumen. Das ist total toll, was ich gerade vorhab. Mach gerade Schwachsinn hoch 5. So, da habe ich aber noch nicht viele. Ja, ist gut. Du bist Tinor. 37. Habe ich da hinten noch irgendwelche Erze in Massen drin? Ja. Kyanit. Dann einige fragen, was ist Kyanit? Kenne ich nicht. Kyanit ist ein Beiprodukt von Mika. Ja, Drake hat Mika gefunden. Auch nicht lange gedauert. Und zwar, Mika ist hier hinten. Und wie ich es jetzt geschafft habe, da Mika zu finden, alleine da hinten, ganz einfach. Klein Drake hat sich daran erinnert. Er hat sich ja gedacht, warte mal, was hast denn so alles? Und ich könnte euch noch daran erinnern, wo ich mir irgendwann gesagt habe, ich glaube zumindest, dass ich es gesagt habe und nicht nur gedacht. Ich hab irgendwo Kupfer. Steuerung B. Ja, ich habe hier in 354 eine Cassiterit-Ader. Muss ich es nur auch hier finden. Sonst tippen wir uns hin. Auch kein Ding. Cassiterit oder Cassiterit. Wir gucken, finden wir. Ich habe es auf jeden Fall abgebaut. Oder ich bin beim Abbauen. Moment, mach mal einfach. Oh ja. Du sollst doch nicht tippen. Ja, ich merk's gerade. Hallo? Danke. Ich bin jetzt Cassiterit. Ja, das hätte ich nie gefunden. Genau, hier. Den hatte ich schon länger. Aber den habe ich gefunden. Ne? Und in Cassiterit ist drin Tinnor und Cassiteritohr. Und was ist noch drin? Also die, wo sich gerade fragen, wie macht ihr das? Ich habe gerade 3 gedrückt. In der Num-Taste. Müsste Standard sein. Also das Tinnor drin, zweimal. Nein, dreimal und einmal Cassiteritohr. Warum das dann eine Cassiteritvene ist, weiß ich nicht. Für mich wäre das mehr eine Tinnvene, aber egal. Hauptsache, ich habe den Käse gefunden. Ja, hab dann angefangen, das Zeug auch abzubauen. Und wir gehen jetzt wieder zurück ins Lager. Dann sind wir wieder da.
Und ja, habe mir natürlich dann das Kassiterit-Ohr rausgenommen, denn die Aufmerksam haben es gerade gesehen, als ich jetzt gerade das gesucht habe. Ne, Kassiterit-Ohr. Da ist Kyanit drin, da ist Mika drin, da ist Kassiterit-Ohr drin und da ist Polyside-Ohr drin. Ich hoffe, dass ich das gerade richtig ausspreche. Also Kassiterit-Ohr ist auch drin. Und dann braucht man ja einfach nur in den lustigen Suchstab reinschmeißen und gib ihm. Das habe ich gemacht. Und schon haben wir es gefunden. Doch super, ne? So, genau. Also, dann haben wir jetzt dann hier diesen Bereich, der fleißig dann mein Erz weitermacht. Da kommt ja noch mal einer hin. Auf die Seite kommen ja dann meine Freunde der Steam Compressor. Die werden auch sehr lange, bis ich irgendwann mal HV habe, meine Erze zerkleinern. Weil, wie gesagt, der braucht nur 8 Sekunden, 20 Sekunden für 8 Stück. Da kann keiner mithalten. Da müsste ich ja von LV ewig viele bauen. Und wir sind momentan, muss ich gucken, also das ist 1, ne, das ist immer 1, 2, 3, 4. Also 4 Blöcke sind wir jetzt runter. Dann wollen wir ja, ne, unsere Decke weiter behalten. Die sind ja auch 3. Gehen wir mal schnell nach oben. Ja, also da haben wir auch schon angefangen. Das heißt, hier ist dann der Bereich, wo jetzt dann noch diese Dreierformation hinkommt. Und dann muss ich jetzt dann von da ausgehen 5. Beziehungsweise eigentlich 7. Also ich vermute, dass das jetzt dann etwas schräger wird, wenn es dann weiter nach unten geht. Genau. Und dann machen wir da eine Aufgliederung. Ne? Also das heißt, wir gehen dann runter. Ich gehe dann meinetwegen nochmal ein bisschen rüber. Und dann machen wir drüben hier die Energie. Da gehen wir noch weiter runter. Und da machen wir dann die ganzen Erze. Da bleiben wir dann weiter oben. Genau. Aber um einen EBF zu betreiben, der wird erstmal hier oben stehen. Sollten wir jetzt mal anfangen, das Ganze überhaupt zu machen. Ich habe, glaube ich, vorhin, ja, super, dass ich jetzt das vergessen habe. Ich bin ein Großer. Ich vergesse es immer. Ich habe, glaube ich, mittlerweile mehr Hühnchen in der Basis als im Hühnerstall. Ne, ich habe sie schon mitgenommen. Gut. Man muss noch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die Kiste hier vorläuft. Und auf einmal nicht die Kane. Aber wenn der halt auch voll ist und der haut noch mal was raus, das wird gewoidet. Da kennt der nix. Da kennt der keine Verwandten. So. Und ich müsste eigentlich dann noch den Steam, der da hinten dran hängt, auch noch verbessern. Und diese Variante bauen, weil der kann schon mal auch automatisch Kohle aufnehmen. Das ist das, was ich mit dem hier probiert habe. Ja, man müsste noch wissen, was man so mit euch wegen plaudert, ne? Dass man am Anfang vorliest. Also Achtung, dieses Gerät kann nicht automatisiert werden. Was versucht Greg, das Ding zu automatisieren? Hey! Du hast alles richtig gemacht, Greg. Ah, ich renne mal wieder. Sehr schön. Immer schneller vorne. Wir mal schnell den Käse hier ab. Dann schauen wir mal auch noch hier nochmal.
Warum gucke ich hier? Deswegen? Ich hänge jetzt erstmal hier hin. Nämlich wichtig, dass ich den nämlich auch verteile. Dass wir da auch endlich mal alle haben. Hier unten ist noch nichts weiter passiert. So ab und zu endlich mal das Holz. Das da hinten vernachlässige lässt sich hier auch momentan zu viel. Aber kommt alles noch. Kommt alles noch. Werden wir jetzt auch gleich ein wenig brauchen. So, denn wir werden jetzt als nächstes zwei Sachen vorbereiten. Wir gehen jetzt einmal sozusagen in den Quest, in den Quests. In diesem Lithium brauche ich jetzt 10 Stück. Also die Quest schließe ich ab mit MV. Das ist nämlich auch so ein Bereich, wo ich hin will. Cadmium, Sodium, Chlorin. Dein neuer bester Freund. You can electrolyze salt, rock salt, Sodalit. Ja, und ich glaube, ich werde dann auf Sodalit gehen. Und ja, Super Tank, ja, Super Tank wären super, aber leider noch Utopie. Wir brauchen ein EBF. Ja. Personaler Junkloader. Du bist Trading Post. Ja, das kommt vielleicht an den Eingang hin. Müssen wir mal gucken. Da oben gibt es die lustigen Zellen. Die ist auch cool. Die müssen wir uns mal angucken. Das ist mittlerweile überflüssig. Da könnte ich mir einen Scanner bauen. Da geht es Richtung MV. Oh oh. Ah, okay. Solange ich das mit Klebern machen kann, ist alles gut. Mein Problem kommt, sobald ich Plastik brauche. Weil davon brauche ich MV. Nee, Plastik kommt erst mit MV. Okay. Habe nichts gesagt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier gucke, ja, dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Aber da muss der EBF stehen. So. Apropos EBF stehen. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ja, wir haben ja das da fertig gemacht. Er braucht den Basic Kenner, um das weiterzumachen. Dann hätte ich doch mal gesagt, dann machen wir mal schnell den Basic Kenner. Okay, fertig. Nächster. So, dann nehmen wir mal den da raus. Ich war mal wieder zu schnell. Soweit ich weiß, war der Arkfan ist auch noch sowas, was man braucht. Danke. Haben wir doch schon alles. So, jetzt gehen hier die schönen Batterien auf und jetzt haben wir Lithium-Batterien. Ich brauche eine Small Lithium Battery. Wenn ich jetzt dich in die Hand nehme, oder war das Crafting? Nee. Wo habe ich dich reingepackt? Merk schon, überall, nirgends. Verschollen. Ah. Nehmen wir mal die so lang. Detect? Nee. Okay. Du magst die nicht. Ist ja kein Problem. So, haben wir noch ein bisschen. Ich habe doch bestimmt Lithium noch gemacht. Ah.
Ich würde das Lithium nur schon mit runter schon geschleppt haben, weil ich habe da nicht drauf geachtet, was ich brauche und was ich nicht brauche. Das heißt, habe ich kein Lithium da? Unerhört. Doch oben gelassen? Ich glaube ja viel, aber das glaube ich nicht. Ich war mir sicher, dass ich schon Lithium vorbereitet hatte. Okay, dieses Lithium hat er nicht, aber dieses Lithium hat er. Aber ich habe nur eins. So, und Lithium mache ich aus. Lepidolit war das, glaube ich, ne? Also aus dem Zeug hier. Und Sphalerit. Habe ich hier noch was, dass ich es mitnehmen könnte? Hätte ich gesagt, ne? Sonst wird dem langweilig, dann schmeißen wir mal was rein. Wie geht's dir da hinten? Du bist schon wieder out of coal. Momentan schmeiße ich immer nur ein bisschen was rein. Weil ich schmeiße hier mein Stack rein. Ja, und das ist einfach nur rausgeschmissen. Ja, weil so viel habe ich momentan nicht. Das kommt erst richtig jetzt dann, wenn ich jetzt dann anfangen sollte, die Erzadern rauszuklopfen. Das wird demnächst auch passieren. Dass ich dann mich dann wirklich hinstelle und eine Ader nach der anderen raushau. So, und ich merke schon wieder, bin schon wieder out of energy. Aber ich habe jetzt keine Lust, nach hinten zu rennen. Machen wir es erstmal hier. So, Dankeschön. Dann arbeite. Deswegen muss ich hier auch was ändern. So, dann heißt es jetzt für mich, wir gehen dann mal nach hinten. Brauche noch zwei Zinnkabel. Dann basteln wir uns eine Elfer Maschinenhall. Ich merke gerade, alles nichts vorbereitet. Eigentlich bräuchte ich noch eine. Muss ich mal gucken. Ja, es ist total toll. Ich muss eigentlich das da jetzt als erstes machen. Damit ich meine zweite Batterie kriege. Halt. Nein, also Lithium habe ich keins da. Ich hätte gedacht, ich habe wirklich noch welche gemacht, aber bis aussieht nicht. Ja, das ist halt genau das, was ich jetzt meine. Ich brauche hier unbedingt Ordnung, dass ich hier mal alles finde, was ich brauche. Und nicht nur immer rumsuchen muss. Das ist Ruby. Das kann ich auch dann mit dem Hammer machen. Da brauche ich nicht extra wieder runter. Ja doch, ich gehe noch mal runter, weil ich noch mal den restlichen Mika holen muss. Momentan ist das der schnellere Weg.
Bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich da draus überhaupt Lithium bekomme. Ah, okay, Ore Washing. Ja. Dann mache ich das gerade schon richtig. Ja, Maserator 2 habe ich nicht. Ah, in der Zentrifuge. Ah, ja, über den. Ja, klar. Okay. Ist es sogar über beide Wege. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit Spodumene hingemacht. Oder warum habe ich so wenig? Weiß ich nicht. Brav, arbeit mal und gib mir noch einen. Am besten gibst mir jetzt noch einen zweiten. Dann wäre ich glücklich, dann könnten wir weitermachen. Nein, das ist Stone Dust. Verdammt, ich habe schon gehofft. Yay! Nein, falsch. Gut. Also, dann hätte ich ja, haben wir ja gesehen, ne? Das kann ich mal schnell mitnehmen. Wir haben hier ein bisschen Mica Dust. Denn Mica Dust und Sticky Resin werden Mica Based Pulp im Mixer. So, das heißt jetzt, ich brauche dafür den Circuit Nummer 2. Okay, Hammer. Hoffen wir mal, dass der nicht zu viel frisst. 7 EU. 16 EU. Passt. Wie lange brauchst du? 20 Sekunden. Gut. Ich bin zwar der Meinung, die eine Maschine braucht 60 Sekunden, ne, wenn man das jetzt so nimmt. Na, um an das daran zu kommen. Ja, gehen wir dahin. Also der braucht ja 60 Sekunden, um das Aluminiumsilikat-Wool herzustellen. Aber das ist halt Silikondioxid und Ruby Dust oder Saphir Dust oder Ruby Dust oder Saphir Dust. Ja, und auch die ganzen anderen Green Saphir, also die gehen halt alle. Und Quarzit steht auch noch gehen, das heißt, ich müsste nur Quarzitader drüben suchen, glaube ich, müsste ich sogar noch, oder habe ich sie schon? Ist egal. Doch, ich habe sie, glaube ich, schon. Ich müsste nur ausbuddeln. Ja, also der braucht jetzt dafür 20 Sekunden. So, dann kommt es in die Forming Press mit Asbestos. Dann habe ich Mica Base Sheet 4 Platten in der Forming Press. Also Forming Press haben wir noch nicht, die müssen wir jetzt noch bauen. Dann hätte ich gesagt, dann werden wir jetzt das mal angehen. In der Zeit, wo der mir jetzt mein zweites Lithium produziert, habe ich Motoren schon mal vorbereitet. Habe ich, das ist gut. Das heißt, ich brauche jetzt vier, nein, ich brauche 6, 2, 4, 6, 8. 8 Rods. Dann fängt jetzt auch mal die zweite Seite an zu laufen an. Wenn die durch sind, brauche ich die Platten. Das heißt, dann brauchen wir zwei. Legen wir uns erstmal hin. 2, 4, 6 Platten. Er fetzt wieder rum. Ja, der braucht zu viel. So, mein kleiner Mixer habe ich fertig. Ach so, weil ich den Mixer ja, nö, den Mixer habe ich nie abgebaut. Habe dich und dich abgebaut. Habe ich den nie eingestellt, dass der das Item automatisch ausspuckt? Okay. Ja, also nochmal, Forming Press. Also ersten 20 Sekunden ist Mixer, 20, zweiten 20 Sekunden
sind in der Forming Press, die Base Sheet herzustellen. So, dann muss man damit mit Quarzit oder Zertusquarz oder Silikondioxid nochmal 20. Also der muss sagen, Mika ist geht schneller? Nein. Weil danach brauche ich ja nochmal was. Und zwar das hier. Das braucht der andere, glaube ich, gar nicht. Dann braucht er sogar 5 Sekunden länger. Ich glaube nur, man braucht ein bisschen weniger Material. Das ist der einzigste Unterschied zu zum anderen. Und vielleicht, dass man wir haben ein Lithium. Das Lithium und das Lithium. Und diese kleine Batterie ergibt unsere zweite Batterie. Yay. So. Bist du zufrieden? Dankeschön. So, jetzt hat er einen Battery Buffer. Und was will er denn für einen Battery Buffer? Er will einen Battery Buffer mit 2 Slots. Und ganz ehrlich, will ich auch. So. Nee, ich pack dich nicht hier mit rein. Ich pack dich hier drüben mit rein. Du bist sowieso momentan schon am Vorlaufen mit dem Zeug. Dieser macht für mich jetzt erstmal, normalerweise denkt man sich, was will ich denn mit dem Vierer? Dieser Vierer wird irgendwann wichtig werden für die für die Ölgewinnung. Darum macht es Sinn, den auch zu bauen. Der 16 Slot, das ist den wo wir brauchen, wenn wir unsere Hauptadern, also unsere Hauptmaschinen haben. Also wenn wir dann mehrere anschließen wollen, sonst machen die 16 Slot keinen Sinn, weil hier brauche ich 8er. Hier, ne? Ja, finde ich auch. Jetzt haben wir hier schon mal unsere Stangen fertig. Muss halt jetzt halt schauen, dass ich auch alles hinkriege. Sonst habe ich halt irgendwann. Hä? Ist ja gut, dann lädt es halt hier auf. Ja, der lädt gerade die Batterie. Braucht der halt den Strom. Mhm. So, okay, dann warst du immer noch da vorne. So, 2 Stück davon, 4 Stück davon. Mal die 2. Da wollen wir jetzt ja gerade sozusagen weg davon. Und dann wird es einfach nur schön. Also wenn mein EBF steht, erstes Aluminium geht in Soundcraft, zweites Aluminium geht in die ersten 2 Maschinen MV und danach können wir gucken, wo wir das Aluminium hinstecken. So, wir haben... Ach, ich brauche. Warum rechne ich eigentlich immer mit 2, wenn ich doch 3 brauche? Weiß keiner, ne? Ich auch nicht. So, Drake, du kannst doch schon mal alles vorbereiten. Für einen Battery Buffer. Das heißt, du brauchst davon 9 und davon 2. Hab ich denn? Ich hab doch bestimmt. Ja, ich kenne mich doch. Ich hab doch schon immer wieder mal ein bisschen Kabel wieder gemacht. Weil ich doch gewusst hab. Braucht das immer wieder. So, dann können wir das Rough Iron mal wieder hier reinschmeißen.
Und ich merke gerade, ich lasse mich gerade wieder gar nicht ablenken, ne? Also ich mache gezielt, ne, voll fokussiert. Nicht das, was ich sage. Ja, aber wir haben jetzt einfach eine zweite Maschinenhülle. Dann machen wir halt einfach da draus unsere Bombing Press. So, du kommst jetzt da rein, dann kriege ich jetzt endlich meinen zweiten Pisten. Das Circuits hätte ich ja auch mal schon mal vorbereiten können, ne? Dann wären wir schon viel schneller. So, du kommst dahin. Brauche ich davon vier. So, und jetzt brauche ich die Circuits. Und da habe ich ja alles vorbereitet, sehe ich gerade. Ist der Vorbe Direkt der Vorbereiter. Das heißt, ich brauche jetzt das Rezept hier. Beziehungsweise eigentlich nein, brauche das Rezept hier. Annihilated Wire, Carbon Dust, genau. Also wenn ihr was habt, ist es das. Was brauche ich noch? Fine Unrelated Copper Wire. Ich hau jetzt da mal nicht zu viel rein, nicht? Nicht, dass mir jetzt von mir gleich dann irgendwas ausgeht. Geh mal weg. Und Circuit Nummer 5. Ich habe da jetzt eine Vermutung, was ich gleich kriege. Ein Achtfachkabel. Danke fürs Gespräch. Gott sei Dank kann man das wieder ganz schnell auseinanderteilen. So, gib mir meinen Resistor. Danke. Halt aber nicht da, sondern da. So, dann brauche ich nochmal Stahlplatten. Komm, wir machen gleich vier. Das ist jetzt das Schöne. Ich habe jetzt hier eine Batterie drin. Jetzt kann der mitlaufen. Ist das schön? Ohne dass ich dann sagen muss, ach Mist, jetzt macht er wieder Nörgelt wieder rum. Nee. Er ist brav und anständig. Der nörgelt nicht mehr. Aber dafür brauche ich hier noch ein bisschen Kleber. Dass wir hier auch ein bisschen weiterkommen. Nein, da rein. Ich merke gerade, die Vakuumtubes gehen mir natürlich jetzt gleich auch aus. Dafür brauche ich was? Dafür brauche ich Molten Red Alloy. Wie viel haben wir noch davon? So viel! Wenn ich jetzt da reingucke, ne, dann werde ich auch traurig werden, weil ich habe kein Redstone mehr. Ich habe noch ein einziges. Nein, ich habe noch mehr. Gott sei Dank. Aber das war jetzt auch nicht in der Hölle. Ja, 8 Stück habe ich gemacht. Noch nicht sauber aufgeräumt. So. Dann räumen wir das wieder weg. Dann habe ich jetzt diese Universalzelle. Die nehmen wir raus. Dann schmeißen wir dich wieder da rein. Dann nehmen wir jetzt wieder diese Universalzelle. Schmeißen dich da rein. Oh, alles so schön. Wenn mal was klappt. Also das heißt für mich, ich muss Redstone jetzt demnächst mal richtig durchjagen. So, das sind jetzt dann. Was brauche ich jetzt dafür? Ich brauche jetzt Unrelated Copper Wire. Ich brauche meine Glas Tubes. Das, ich brauche mein Glas Dust.
Den habe ich bestimmt bei dem Mixed-Zeug mit unten. Mixed Martial Arts. Jawohl. Wir brauchen 4 Stück. Ich merke das gerade, also der Alois meldet, ne, der wird richtig gebraucht gerade. Dem wird es nicht mehr langweilig. So, Glass Dust mit Quarzit und Flint Dust. Quarzsand habe ich natürlich auch noch. Das könnt ihr auch mal bitte demnächst mal schauen, dass ich das finde und wieder mache. So, das heißt jetzt, wir haben schon mal 6 Stück. Das müsste auf jeden Fall auch die 5 sein, jawohl. Ah, wenn jetzt Jack fleißig gewesen wäre, hätte er schon mal die Stangen gemacht. Ja, ich bin fleißig, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. So, du brauchst 16 und du brauchst nichts mehr. Du bist dann durch. Okay. Brav. Wir brauchen jetzt 4 Stück, ne? Und von dem Unrelated Copper Wire brauchen wir auch noch was. Dann, sobald die für die Stange fertig ist, sind wir glücklich. Ja. So, dann kann ich schon mal den da rausnehmen. Wir machen jetzt da draus den Vierer. Ja, wie ich gesagt habe, ne? Stillsitzen? Nee, einfach warten. Däumchen drehen? Nein, gibt's nicht. Ist ausgegangen. So, das heißt, wir haben jetzt davon 3 und jetzt uns davon die 4. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gebaut, das Ding. Dann weiß ich nicht, dass man den so macht. So, wir haben den Low Voltage Battery Buffer vierfach. Ist das nicht toll? So, dann hänge ich dich jetzt mal hier hin. Dann hänge ich dich jetzt mal hier hin. Und dann Wirecut. Und schon ist super. Und schon ist super. Und schon haben wir die Möglichkeit. Ich glaube, ich habe den zu früh. Nee, habe ich nicht zu früh weggemacht, weil ich diesmal, weil der kommt jetzt diesmal so hin. Und dann brauche ich nur noch mal einen Wrench. So, jetzt zeigt er auf die Seite. Und der andere dann, der da, wenn der mal wieder leer ist, der kommt dann auf die Seite. Und dann kann ich die zwei die ganze Zeit laufen lassen. Wenn ich mal genügend Lithium habe. Wir haben wieder 2. Wie viel brauche ich für die Quest? 10. Wird gar nicht anstrengend. Nein. Alle ab. Ich sollte das nicht mehr machen ab dem Zeitpunkt, wo ich das Ding fertig habe. Könnte sonst lustig werden, dann stehe ich nämlich drin. Ist auch noch 4 hoch, das heißt, ich kann auch nicht hochhüpfen. Ja, läuft. Gut. So, die 48 nehmen wir auch noch mit. Ah, die ersten 8 sind durch. Dann kann man es laufen lassen. So, Forming Press haben wir auch gleich.
Dann könnte es passieren, ganz, dass ich mal eher fertig wäre als nicht gedacht, weil gedacht habe ich schon viel früher, aber ich habe auf jeden Fall auch beides dann gemacht. Bin stolz auf mich. Ja, ich habe den Battery Buffer fertig, den vierfachen. Sind zwar noch nicht alle vier Batterien drin. Wie gesagt, kommt auch noch ein zweiter, der kommt dann dahin, bis wir dann auch die ganzen Batterien voll haben. Ja, die 8 Stück. Und sobald wir das dann haben, wird es total spannend, weil dann haben wir schon mal auf jeden Fall alles fertig für den EBF. Also auf jeden Fall für die Stromgenerierung. Wir brauchen halt noch vernünftig Batterien. So, wir haben jetzt hier die Basic Forming Press. Die packe ich mal da oben hin. So, und das war jetzt dann das da. Plus Asbestos. Ah, wir haben sogar was da. Sehr schön. Auch nicht mal runterrennen. So, das heißt dich und dich. Mega Base Pulp. Ah, und Circuit Nummer 1. Kannst du eigentlich den Kompressor ersetzen? Nee, ne? Ah, okay, ich könnte jetzt sozusagen die Teiglinge auch hier drin machen. Aber das macht nur Sinn, um das zu automatisieren, weil alles andere macht keinen Sinn, weil ich brauche auch für dich zwei. Ah, Glasflaschen kann der auf jeden Fall auch. Okay. Er kann Bricks. Ja, der kann eigentlich alles, was der Leusmelter kann. Kann der den teilweise mit. Spannend. So, also wir haben jetzt das Mica Base Sheet. Jetzt brauche ich noch Quarzit Dust. Ich glaube, ich habe ein bisschen was da. Oder auch nicht. Hab gedacht, ich habe Quarzit Dust mitgebracht. Ja, aber das ist ja lächerlich wenig. Habe ich nicht? Was war das andere? Tertusquarz Dust? Silikondioxid oder Nitterquarz? Nitterquarz habe ich schon mal zwei. Zertusquarz habe ich auch zwei. So, das heißt, wir nehmen mal jetzt den Wrench wieder raus. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die zwei dabei. Das heißt für mich auf jeden Fall die nächste Ader rausbuddeln. Aber wir brauchen jetzt demnächst mal endlich die Küche. Ich glaube, das wird vorher in Angriff genommen. So, also nochmal du. Genau, jetzt kommst du nämlich in Aloysmelter rein. Also du und du. Ah, ich kann nur sein, dass ich gerade das mal wieder mit unserem Testserver verwechsel. Da haben wir nämlich mitten noch eine Quarzitader gebuddelt, das weiß ich noch. Sonst muss ich sie halt suchen. So, dann haben wir jetzt dieses Mika Insulated Sheet. Und das kommt jetzt dann sozusagen in die Bending.
haben wir jetzt davon 4. Und die kommt jetzt dann in den Assembler rein und davon brauche ich immer 8. Ja? Also insgesamt 8 mal 8. 8 mal 8 ist 64, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir haben jetzt schon 20 und ich hab jetzt noch nicht so viel Material gemacht. Also das ist der einzigste Unterschied, Vorteil von Mika. Wie gesagt, EBS brauchen wir sowieso Minimum 4. Also ich bin aber schon mittlerweile, dass ich sage, wir haben irgendwann 8 oder sogar noch mehr. Weil ich die jetzt immer gerne in Zweierpaaren aufbauen. Also ich brauche genau 1 Decks, fällt mir gerade so auf. So, und das sind jetzt nochmal 8. Dann bin ich eigentlich jetzt schon mit der Folie soweit durch, dass ich sagen kann, wir haben die 8 Kuponickel-Coil. Ach nein, ha, ich brauche davon 2 rein, brauche davon 16. Dann brauchen wir 128. Ja, aber sind wir auf jeden Fall schon mehr in der Nähe als gedacht. Genau, dann kann ich jetzt das laufen lassen. Das Glas, das schmeiße ich mal jetzt hier mit rein. Das Lepidolit schmeiße ich da oben mit rein. Wir schauen mal nochmal nach hinten. Nein, wir haben immer noch nur 2. Und der da hat überhaupt keinen. Na, ist doch klasse. Sehr schön, aber bringen uns jetzt auch nicht um. Wir sind hier fleißig beim Werkeln. Ja, nehmen wir dich raus. Schmeißen dich wieder hier rein. Haben wir jetzt sogar den wieder am Laufen. Und ich bin zufrieden. Das Einzige, was ich momentan noch nicht weiß, ist, wo ich die Hauptkomponenten hinbaue. Baue ich die Hauptkomponenten hier oben hin? Also das heißt, die ganzen Kabel, die ganzen Ingots? Oder baue ich sie unten hin? Momentan rede ich ja noch mehr hier rum, aber ich hätte gesagt, kann ich auch umstellen. Weil ich muss ja dann nochmal eine Etage drunter, macht dann eigentlich ja fast schon mehr Sinn, dann nicht, dass ich noch ein mehr nach unten gehe. Hm, ja. Gut. So, aber ich will diesmal unter einer Stunde bleiben. Was ich somit auch geschafft habe. Wenn ihr Fragen anregen und habt, wie immer, da ab in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.